Liebe EU-Abgeordnete, mit der Richtlinie zur Fluggastdatenspeicherung droht Europa eine weitere gigantische Vorratsdatenspeicherung. Für 5 Jahre sollen bis zu 60 Einzeldaten pro Person und Flug gespeichert werden. Darunter auch Angaben, die Rückschlüsse auf besonders sensible Informationen wie die Religionszugehörigkeit oder die Begleiter einer Person zulassen. All das soll anlasslos, ohne konkreten Verdacht geschehen, sodass sich alle Reisenden a priori wie potenzielle Verbrecher behandeln lassen müssen. Sowohl die Anlasslosigkeit als auch die Speicherdauer stehen klar im Widerspruch zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs über die Speicherung von Kommunikationsdaten. Und wie schon die damalige Richtlinie, verstößt auch die jetzige Richtlinie zur EU-PNR klar gegen die EU-Grundrechte auf Schutz der Privatsphäre und den Schutz personenbezogener Daten. Deshalb fordere ich Sie auf, stimmen Sie im Plenum gegen die Massenüberwachung des europäischen Reiseverkehrs und damit gegen die Richtlinie zur EU-PNR.